liebe Freunde, und herzlich willkommen in der neuen Woche. Wir müssen uns heute erstmal bei euch melden, weil wir euch letzte Woche erzählt haben, dass wir uns einen Gustav gekauft haben. Das war eine der meistgestelltesten Fragen letzte Woche. Echt? Wie er denn heißen soll? Ja, wie alle sind gespannt, wie der Name ist und so. Ja, was wir überhaupt nicht haben kommen sehen und kein bisschen einkalkuliert haben und uns eine riesige Freude aber gemacht hat, ist, dass wir jetzt eine Woche lang von einer Nachrichtenwelle von euch überrollt wurden. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen, wie großartig ihr seid. Also heute Morgen kam schon wieder eine ganz, ganz lange E-Mail, die wir gelesen haben, praktisch noch im Bett sitzend. Und dafür wollten wir einfach Danke sagen, weil wir es nicht schaffen, all eure Nachrichten irgendwie angemessen auch beantworten zu können und zeitnah. Also ich glaube, wir haben eine Woche nichts anderes gemacht als das und es ist nicht möglich. Deswegen machen wir aber auch jetzt dieses Video nochmal, dass wir uns einfach bei euch bedanken für die vielen, vielen Glückwünsche. Also es waren wirklich nur Glückwünsche dabei und es freut uns so sehr, dass ihr so happy seid, dass wir unser hoffentlich, wir gehen mal davon aus, Glücksmobil gefunden haben. Also Glücksmobil, gibt es das eigentlich noch? Ist ein ganz anderes Thema. Gibt es eigentlich noch Glücksmobil? Keine Ahnung, gab's mal. Müssen wir direkt mal gucken. Gab's mal, wurde also, irgendwie, egal. Wir schweifen schon wieder ab, ihr kennt es von uns. Also wirklich, es war nicht zu glauben. Die ganzen YouTube-Kommentare, Instagram-Kommentare, E-Mails in Massen, richtig lange E-Mails mit euren Geschichten, wie viele Wohnmobile ihr schon habt, was ihr am tollsten findet. Und also ist es einfach echt der Wahnsinn. Danke dafür. Jetzt auf diesem Weg, wir haben gedacht, das ist jetzt das Einfachste für uns und für euch auch, weil, wie gesagt, angemessen das beantworten mit dem Maß, das es verdient hätte, das kriege ich nicht hin. So, und erstaunt war aber auch, oder wir waren erstaunt, dass es so viele von euch gibt, die auch eine Hexis-Gruppe fahren oder davon träumen, sie zu fahren. Also das heißt, drauf sparen oder mit dem Gedanken spielen und so weiter. Das war uns nicht so bewusst. Und ich glaube, das ist auch den Herstellern gar nicht mal so bewusst, dass der Bedarf eigentlich da ist für Hexis-Gruppen und immer nur die Längsbetten gebaut werden, die natürlich auch gut sind und ihre Berechtigungen, alles wunderbar. Aber ich glaube, wenn mehr Auswahl Hexis-Gruppe da wäre, würde mehr Hexis-Gruppe gefahren werden. Ja, viel mehr, das glaube ich auch. Ja. Weil das Dumme ist, ja schon ganz einfach, muss man sagen, dass es schon teurere Fahrzeuge sind, die Hexis-Gruppen haben. Richtig. Und das auch irgendwie gleich, es wird einfach gleich teuer oder auf jeden Fall teurer, sage ich mal, als jetzt so ein Carrado oder ein Sunlight. Und wir haben schon vor, 2018 halt gesagt und auch mit Leuten von Carrado damals gesprochen, ob die das nicht vielleicht planen. Und dann hieß es, dafür sei kein Bedarf da, das machen sie nicht. Und das haben wir schon damals nicht verstanden. Und ich glaube aber, der Wunsch nach einer Hexis-Gruppe ist seitdem noch mal viel, viel größer geworden. Ja, weil früher gab es ja nichts anderes. Also ganz früher gab es ja nichts anderes wie in der Hexis-Gruppe. Ne? Bis die drehbaren Sitze erfunden wurden. So und da haben auch viele von euch unseren Gedanken aufgegriffen und haben gesagt, sie genießen das, in der Hexis-Gruppe zu sein und woanders zu sitzen, wenn man jetzt so lange da vorne in den Fahrersitzen gesessen hat. Ja? Dass man dann da mal aussteigen kann und sich woanders hinsetzen kann. Ja, genau. Gemütlich ins Wohnzimmer geht. Ja. Und nicht auf dem Fahrersitz wieder sitzen muss, um zu essen, zu Fernsehen zu gucken, egal was. Wir wollen eigentlich jetzt auf eure drängendsten Fragen noch hinaus, bevor wir im März zu Imhof fahren. Das ist nämlich der Händler. Und dann euch auch das Auto zeigen können, wie es dann da steht. Auf der Messe stand ja nur der 740er. Wir haben ja den 680er bestellt. Frankia A680 Plus. So jetzt nochmal offiziell auf Fiat-Basis mit der neuen Motorgeneration. 180 PS, dieses Wandlerautomatikgetriebe. 90 Liter Dieseltank, natürlich mit AdBlue. Mit dem Infotainment-System von Fiat, weil wir Alpine wäre das die Alternative gewesen, aber ihr kennt die Geschichte bei uns mit Alpine und wir auch für uns gesagt haben, wir legen keinen Wert auf teure Navigationsgeräte, weil wir bis jetzt noch keins gefunden haben, was funktioniert oder zumindest den Kosten entsprechend funktionieren würde.
So vielleicht gesagt. Deswegen, du hast aber auch eine 1A-Kartenleserin an. Auf jeden Fall, das ist ja natürlich, ja. Deswegen haben wir das von Fiat genommen, was da mit drin ist. Es scheint auch irgendwie ein neues, großes mit viel Groß und Touch und ich weiß nicht was. Sind wir gespannt, wie das wird. Wir werden natürlich berichten. Was kann man noch zu dem Auto sagen? Ganz bevor wir das vergessen, falls ihr es nicht mehr aushalten könnt und unbedingt jetzt sehen möchtet, wie der Grundriss wirklich ist, Dollmanns on Tour. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Ich weiß gar nicht, ob es auch hier geht, weil es ein fremder Kanal ist, aber ich werde es probieren. Dann bekommt ihr eine Roomtour dort, könnt ihr euch schon angucken. Ich verlinke es also entweder hier, wenn es klappt, oder auf jeden Fall in der Infobox. Dollmanns on Tour haben das Auto schon mal vorgestellt. Ob nicht unseres, ja, genau. Aber den A680 Plus. Ob da Möbeldekor und Polsterdekor, das wissen wir natürlich nicht. Das wissen nicht. Wir aber bei dem im März aber auch nicht. So, genau. Was gibt es noch dazu zu sagen? Wir haben bestellt eine alte Warmwasserheizung. Wir haben aber ansonsten sehr viel abbestellt. Das heißt, wir haben keine zusätzliche Solar, keinen zusätzlichen Wechselrichter, keinen zusätzlichen Satellitenanlage sowieso nicht. Brauchen wir nicht mehr, haben wir für uns gesagt, kommt keine aufs Dach. TV natürlich, klar, logisch, aber den bauen wir auch selber ein, weil wir streamen in letzter Zeit sehr, sehr viel und müssen nicht mehr darauf achten, auf den Plätzen, ob wir irgendwie Schatten mit den Bäumen und wo die Schüssel und so weiter. Das haben wir gesagt, dieses Geld können wir uns sparen, da können wir jahrelang Streaming-Geld dafür bezahlen. Also für Datenvolumen und so weiter. Es ist uns einfach lieber so. Da können wir auch kurz drauf eingehen, weil da vielleicht Fragen kommen. Wir hatten euch, das ist fast ein Jahr her, als wir in Bad Dürkheim waren letztes Jahr, haben wir Waipu TV das erste Mal ausprobiert und haben euch davon erzählt. Und das nutzen wir immer noch, weil es einfach gut läuft und sind auch zu Hause inzwischen komplett darauf umgestiegen, weil wir hier so eine Gemeinschaftsanlage haben, die das halbe Jahr über auch nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, das können wir da auch machen, wenn es so super klappt. Und das nutzen wir immer noch. Ja. Das nur am Rande. Und zum Streamen braucht man nicht unbedingt viel Daten, wie wollte ich es jetzt sagen, hohe Datenraten. Natürlich geht was drauf. Ja? 1 Gigabyte ungefähr pro Stunde gucken. Je nachdem, ob HD oder normale TV. Die Geschwindigkeit muss nicht so ultra hoch sein. Ja? 3, 4, 5 Gigabyte im Megabits im Download reichen schon aus, um streamen zu können. Das nur mal so. Aber wir können ja bestimmt noch mal irgendwann mal auf das Streaming direkt eingehen und vielleicht mal ein extra Video machen oder so darüber, weil sich viele dafür auch interessieren. Ja? Vielleicht in Verbindung mit der Gibernet, weil wir wollen dann wieder auch eine neue Gibernet oben drauf machen lassen. Die ganze Elektrik möchten wir ganz gerne bei GIBA machen lassen. Das heißt also Lithium-Batterien, Wechselrichter, Solarzellen und noch eine alternative Stromerzeugung möchten wir schon, falls es mal dunkel ist oder lange schattig, sprich eine Efeu oder vielleicht ein Dieselgenerator, ein Gasgenerator. Da müssen wir uns noch genau schlau machen, wie und was. Aber auf jeden Fall, das möchten wir gerne da machen lassen. Dann müssen noch rein Hubstützen. Das ist das, was wir sagen. Das muss auf jeden Fall ins neue Auto rein. Und eine Zusatzluftfeder für hinten vermutlich auch, glaube ich, macht Sinn bei so einem Auto. Da müssen wir noch mal reden. Vielleicht macht das auch das Autohaus Imhof. Wissen wir noch nicht genau. Müssen wir im März darüber sprechen, wenn wir da sind. Imhof sitzt übrigens bei Würzburg, also ich sag mal zwischen Würzburg und Schweinfurt in Gemünden am Main. Wieso nicht? Nee. Guck mal, na wohl, Würzburg, Schweinfurt, dazwischen ist der Main und da ist Gemünden. Ja, nee, Gemünden geht hier Lohr am Main. Hier ist Lohr und da aber verkehrt rum, wir waren in Schweinfurt, als wir da durchgefahren sind. Dass wir da durchgefahren sind. Also ja gut, von Schweinfurt ist es auch relativ, von Frankfurt aber auch nicht so weit, ja, von Fulda. Also das liegt hier so zwischendrin, eigentlich perfekt. Also, bei Würzburg. Fertig. Und da gibt es auch einen Stellplatz. Genau. Ganz einfach. Viele hatten gedacht, wir sind bei Engel untergekommen. War aber nicht einfach, weil wir dort, also auf der CMT stehenden Mobil rausgefallen sind mit Herz in Augen. Und dann stand der Michael Imhof vor uns und hat gesagt, ihr habt doch ein Auto. Was wollt ihr denn? Und wir haben gesagt, na den hier. Und dann war die Sache eigentlich... Dann nahm die Sache ihren Lauf. So. Ja. Eine weitere von euch gestellte Frage, das wiederum hat uns
auch sehr überrascht war, ob wir bedacht haben, dass wir auf den Stellplätzen immer verkehrt rumstehen müssen. Und dann dachten wir, ja, natürlich, also wir machen das ja jetzt seit 2018, haben wir ja letzte Woche erzählt, tanzen wir um eine Hexitz-Gruppe rum. Und ich glaube auch seither ist meine Frage auf jedem Stellplatz, auf dem wir stehen, wie rum hätten wir uns jetzt hier reingestellt? Ja. Also wir haben uns wirklich da sehr intensiv mit beschäftigt und haben uns das für uns immer überlegt. Jetzt sind wir aber auch vielleicht eine andere Gattung Camper, um es mal so zu sagen, weil wir sind nicht unbedingt die Draußensitzer. Gattung Camper. Ja. Ja, sie hat vollkommen recht. Wir sind nicht die Draußensitzer. Natürlich, wenn es wunderschön ist und wir stehen irgendwo für länger, dann packen wir auch draußen alles aus. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ansonsten reicht uns eben auch mal ein Stuhl draußen, um für noch ein Aperol oder ein Bierchen oder sowas. Aber wir sind selten mit Markise, Teppich und allem, was es gibt, draußen anzutreffen. Wir grillen auch ganz, ganz. Also wir haben schon seit Jahren eigentlich keinen Grill mehr dabei. Wir haben unseren Außengaskocher dabei. Den benutzen wir aber auch ganz selten nur. Also wir sind gerne drinnen, Hocker. Ja, ja, weil alles rausschleppen, wieder reinschleppen, alles. Das ist uns zu lästig. Also doch, ich glaube schon, dass es uns zu lästig ist. Weil es drin geht es ja auch. Nee, weil erstens drin du häufig sitzt und Videos schneidest, weil das drinnen besser geht wegen Spiegelung, stimmt, und Sonnenschein und sowas. Und weil wir häufig nicht länger irgendwo stehen. Wir kommen irgendwo an, dann laufen wir durch die Gegend, fahren Rädchen oder sonst irgendwas und dann sind wir maximal 2 Nächte irgendwo in der Regel und dann sind wir wieder weg. Ja. Aber letztes Jahr waren wir ja sehr entspannt unterwegs. Da gab es dann tatsächlich auch mal Aufenthalte, die über ein ganzes Wochenende auf einem Platz waren. Dann haben wir auch alles ausgepackt. Und jetzt sind wir aber auch, nachdem ihr das so häufig gefragt habt, bin ich in den letzten Tagen einfach auch nochmal alle Plätze so durchgegangen und habe gedacht, es wäre jetzt kein Platz dabei gewesen, auf dem wir in den letzten Jahren standen, wo es irgendwie problematisch gewesen wäre mit, wie rum stellen wir uns hin? Also wir stellen uns auch richtig rum hin, wenn es nicht anders geht oder wenn alle vorschriftsmäßig, es gibt ja Plätze, da ist es vorgeschrieben, dass man vorwärts und alle mit der Nase in die gleiche Richtung dastehen. Also dann machen wir das, dann gucken wir halt hinten raus. Naja, das ist für uns kein Beinbruch. Wir möchten auch nicht mit anderen Terrasse an Terrasse sitzen. Also das ist nichts, was wir gerne möchten. Aber dadurch, dass wir ja meistens drin sitzen und die Tür dann auch ja zu haben können, wäre es für einen Nachbarn auch, glaube ich, jetzt kein Problem, mit uns Tür an Tür zu stehen. Ja, und dann kamen manche Nachrichten, da stand drin, sie hätten schon Streitereien erlebt wegen diesem Thema. Das kann ich ja gar nicht von verstehen. Anderen. Doch, ich kann mich aber auch erinnern, Elke hat das auch erzählt. Also, Elke hat Elke, ich meine dich, ich habe deinen Kommentar gelesen, ich habe auch letzte Woche schon dich gemeint. Elke besitzt einen, Eurer Activa One 650 HS, also wo wir letzte Woche auch drin standen, der ohne Diskretionstür. Und sie schrieb auch so, wie das ist, Erfahrungen und sagte auch, es hätte sich mal jemand aufgeregt. Und man kann ja aber auch darüber sprechen, das haben die auch gemacht, dass man einfach dann zu den Leuten hingeht und fragt, ist es in Ordnung für sie, wenn wir uns so rum dahin stellen? Und in unserem Fall, das würde ich auch machen. Ja. Also ich würde das tatsächlich auch erwarten von jemandem, nicht, dass er sich da einfach so reinknallt. Da würde ich auch von ausgehen, dass man sich dann denkt, Ja, aber wie kann man denn das Streiten anfangen? Weißt du, das verstehe ich. Die Leute können über alles streiten. Ach ja, schade eigentlich, oder? Ja, aber man kann da auch drüber sprechen. Und für uns ist es gar nicht das Ding, dass man sich dann, also wir gucken dann. Wir sind aber auch zweite Reihe Steher. Wir müssen nicht ganz vorne stehen. Wir stehen gerne auch hinten und gucken dann. Also ja, das ist für uns gar kein bedenkenswerter Punkt. Zumal, wie gesagt, wir uns in den letzten Jahren da sehr ausführlich drüber Gedanken gemacht haben und immer wieder gesagt haben, und wie stehst du jetzt hier? Genau. Und da, wo wir ausgepackt haben letztes Jahr hier mit Tisch und Stuhl und länger waren, da tatsächlich hätten wir ganz problemlos auch verkehrt rum stehen können. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Also das ist ja natürlich überall. Also da und da und auch an der Mosel, da in Neef und in Neef eh. Und in Enkirch auch, in Enkirch da war es sowieso. Auch sowieso egal, da standen die Leute ja auch kreuz, also in Anführungsstrichen kreuz und quer. Ja. Also, und wenn es gar Beispiel, nicht, ich sag's für uns jetzt, wenn es gar nicht geht, dann fahren wir auch weiter. Ja, ja? Also wenn jetzt gar nicht irgendwie was funktioniert oder wir blöd stehen müssten, ganz blöd stehen müssten, dann suchen wir uns den nächsten Platz. Ja. Hey, also Leute, kein Problem, oder? Ja, also das ist wirklich kein Punkt.
wie gesagt, über den wir uns Sorgen machen, den wir aber ausführlich auch bedacht haben. Ja, und für uns schon lange auch diskutieren immer. Wie Sie schon sagten, ne? Also, wie hätten wir uns jetzt da? Ja, so und so. Ja, klar, logisch, warum denn nicht? Ja. Also. Wir waren jetzt auf dem Stellplatz und da hieß es auch, ihr müsst, das ist erforderlich, rückwärts einparken. Naja, dann macht man das halt. Ja, und wenn es nicht passt uns, dann suchen wir uns einen anderen Stellplatz. Wäre in dem Fall nicht gegangen, aber wäre auch rückwärts parken kein Ding gewesen. Gut. Stehen. Ja. So, das noch. Ja. Auto aus Himhof war wichtig. Ja. Und Danke sagen. Ja. Jetzt haben wir aber auch schon 20 Minuten euch hier totgelabert. Ja. Reicht. An dieser Stelle. An dieser Stelle ist erstmal genug. Nochmal. Ja. Ja, nochmal? Ja, bitte. Wolltest du auch nochmal sagen? Nee. Ach so, dann sag du erst. Nee, ich wollte sagen, dass wir natürlich, wenn wir was Neues wissen, wenn wir was Neues sehen, wenn wir ich weiß nicht, was ich jetzt sagen wollte, über das Auto, also wenn es, die nächsten Schritte werden wir euch natürlich dann informieren, ja. Also sei es jetzt mit irgendwie, dass wir, das kommt im Oktober und fertig, also, aber. Ach so, das hatte vielleicht bei Instagram jemand nicht gelesen. Also wir machen dann eine ausführliche Vorstellung natürlich erst im Oktober, nicht in den nächsten 2 Wochen, weil wir haben das Auto jetzt noch nicht. Es kommt dann also planmäßig am 6. Oktober, das ist ein Sonntag, also vielleicht am 7. Und dann müssen wir mal gucken, wie alles in die Reihe geht, wann wir zu Giba fahren können, nach Springe. Dann müssen wir mit ACR Zellamelis mal ganz dringend telefonieren, weil wir auch dorthin müssen, weil wir eine neue Alarmanlage haben möchten von Titronic. Und dann gibt es noch so Sachen, also ein Backofen ist drin, das war für uns ganz wichtig. Ein Max-Fan kommt wieder rein, auf den möchten wir auch auf gar keinen Fall verzichten. Oh. Und ganz häufige Frage war noch, wir haben helles Holz, ich weiß nicht, wie es heißt, und einen braun-grauen Sitzbezug Neapel. Neapel ist das Ausstattungspolsternamen-Design-Punkt. So, so kann man sagen. Ja, so kann man sagen. Das war ganz schnell jetzt mal die Antworten auf eure wichtigsten Fragen. Alles weitere folgt. Insbesondere auch ein schöner Bericht von Sylt und wie das mit dem Auto zugeklappt hat. Und dann haben wir immer noch eine Überraschung für euch, an der wir arbeiten. Die kenne ich noch nicht mal. Ach, die Überraschung. Hey, die wird überraschend. Die Überraschung. Ja. Genau, die irgendwie überrollt wurde von einem Gustav. Ja. Es wird ein Junge werden. Ist jetzt nach jetzigem Stand bekannt. Wir haben viele Nachrichten auch von euch bekommen, das wäre ja wie eine Schwangerschaft, also das Geschlecht ist bekannt. Es wird ein Junge werden und er soll Gustav heißen. Ja. Im Zweifel noch Gustav August, was mit unserem Hochzeitstag zu tun hat. Der Geburtstermin steht fest. Ja, ist so. Ja. Genau, die Auftragsbestätigung ist da. Also wir müssen jetzt aufhören. Ja. Ihr merkt, wir freuen uns immer noch und wir sind von euch nochmal völlig aus dem Häuschen gekommen. Es ist immer noch surreal und all eure Nachrichten haben es noch verrückter erscheinen lassen alles. Und wir haben am Wochenende schon so über Stellplätze hinweg Glückwunsch-Zurufe gekriegt. Das war auch großartig. Also ihr seid einfach... Ich könnte euch einfach alle nur in den Arm nehmen und könnt euch... Ich freue mich so und du dich auch. Da kommt es jetzt auch langsam so richtig. Ja. Danke fürs Zuschauen. Genau. Wir melden uns in unregelmäßigen Abständen in Bälde wieder mit sehr vielen Videos. Danke an euch nochmal für alles. Ja. Wenn keine Antworten auf Kommentare kommen, dann liegt es daran, dass wir jetzt ein Video gemacht haben, weil ich nicht so viel tippen kann. Und eine schöne Woche für euch. Ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Vergesst das nicht und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.